Hallo, ich bin Heiko Rosner aus der Cinema-Redaktion und stelle Ihnen heute den Film Zeitenwechsel vor. Das ist eine Body-Switch-Komödie der deutschen Regisseurin Vivien Neefe. Wotan Wilke Möhring spielt den Fußballtrainer Alex und Mina Tander seine Ehefrau Theresa. Die Ehe der beiden ist mit den Jahren schon ein bisschen zerrüttet und eigentlich hält nur noch die gemeinsame Tochter ihre Liebe zusammen, oder wie man das nennen soll. Jedenfalls geschieht dann eine geheimnisvolle nächtliche Energieentladung. Wotan steckt plötzlich in Mina und umgekehrt, was zu den erwartbaren Geschlechterklischees kommt. Und naja, man kann sagen, der Film wäre auch gut im Abendprogramm von RTL 2 aufgehoben. Mich hat er nicht überzeugt, aber aufgrund der Klischeedichte nehme ich stark an, dass Seitenwechsel ein Publikumserfolg werden wird. Warten es ab.